AVS Media Day. Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar habe ich hier für euch einen neuen Unlimited Mania Glitch am Start, okay? Ein paar Sachen vorher, ich zeige das Ganze jetzt hier zuerst für die PS4, okay, da ich keine Xbox One habe, kann ich das nicht ins Detail so für die Xbox One ausprobieren, aber ich glaube, es sollte auch bei euch funktionieren, okay, falls jemand auf der Xbox One das hier aus dem Video so entnehmen kann, wie man das am besten macht, wäre das echt cool, wenn das jemand einfach irgendwo in die Kommentare reinschreibt und ich das Ganze dann einfach anpinne für die Xbox One, Leute, okay, so. Und bevor ich jetzt hier mit dem Glitch anfange, eine Sache zuerst, und zwar möchte ich mich bei jemandem bedanken, das ist der Lars Schwarze, der mir 10 Euro per PayPal zugeschickt hat. Ja, das ist echt krass von dir, Dankeschön dafür, und Grüße gehen natürlich auch noch an dich raus. So, zweite Sache, was ich auch noch auf jeden Fall ansprechen muss, es ist so, dass ich jetzt dann am 8. Mai im Urlaub bin, ja, für circa 10 Tage, das heißt, da werdet ihr nicht Videos von mir sehen, sondern vielleicht vom WFG oder von Sehan, also von Glitch Squad oder von Blackfire Studios, also deswegen wundert euch nicht, ja, falls ihr nicht mein Gameplay seht oder jemand anders da in den Videos spricht, dann wisst ihr, denke ich mal, Bescheid. So, also, bezüglich des Glitches hier, was benötigen wir alles? Macht das am besten so wie ich, ja. Wie gesagt, ich erkläre es detailliert halt nur für die PS4. Solo-Glitch hatten wir, okay, das heißt, ihr hattet jetzt die Chance dazu. Ich zeige euch trotzdem jetzt hier die Methode mit dem Freund, okay. Ich mache das jetzt in einer Sitzung nur für Spieler mit Einladung, ja. Wie immer, hört mir zu, schaut mir zu, und das solltet ihr hinbekommen. Der ist nicht so extrem schwer, das ist wieder mal der Part, wo man oben halt mit Kumpel in den Retro einsteigen muss, was auch sehr einfach ist, ja. Ich erkläre es euch, was daran sehr einfach ist. Und Kumpel benötigt im Prinzip eigentlich gar nichts, ja, er muss euch eigentlich nur helfen, ja. Und wir müssen ihn einmal nur verglitschen, und dann könnt ihr so viele Autos duplizieren, wie viel ihr wollt, okay. Und das Geile daran ist hier, ohne iFruit-Kennzeichen. So, was benötigt ihr? Ihr braucht leider die Basis, ja. Lasst am besten die Basis voll, so wie ich auch. Und dann benötigt ihr noch die Avenger, ja. Und zum Abspeichern von den Autos braucht ihr natürlich den MOC am besten. Warstock, hier zeige ich das nochmal. Mobile Kommandozentrale, Position 3, wie immer und üblich. Lager für persönliches Fahrzeug, okay, kann ein Auto drin stehen oder auch nicht, bei mir ist, glaube ich, ein Retro drin. Und bezüglich des duplizierten Autos, also wie gesagt, keine iFruit-Kennzeichen, okay, und ich empfehle euch, wie immer, ja, es gab wieder mal, ja, Leute, die sagen, ja, warum kann man ein anderes Auto nicht duplizieren und pipapo, ja, wie gesagt, Bennys besten drei Autos: Progen Italy GTB, Karen Sultan RS und hier die geilste Karre, der LG Retro Custom, okay. So, wie gesagt, falls ihr hier dreckige Kopien habt, könnt ihr das Ganze sehr gut überschreiben. Ihr könnt auch ein iFruit-Kennzeichen überschreiben, verliert ihr nicht, weil ihr bekommt immer neue, frische Platten. Ja, das heißt, ihr braucht halt irgendwo 10er, 6er Garage, 2er Garage, braucht ihr Fagios oder die kostenlosen RH8s, okay. Ich schau mal, wo ich jetzt meinen reingeballert habe. Ich glaube, meiner ist hier in der 3er Alter Street. Genau. Ich habe hier einen, ja. Macht einfach hier so viele ihr wollt. Und dann zeige ich euch jetzt hier auch schon die nächsten Schritte. Okay. So. Part vom Kumpel, wie immer und üblich, blende ich euch auch noch rechts oben ein. Und wie gesagt, sein Part ist nicht so extrem schwer. Also, ihr müsst euch beide fürs erste. Xbox One-Spieler müssen das wie üblich, glaube ich, mit freiem Zielmodus machen, aus der Story heraus, einfach auf die Optionstaste, Einstellungen etc. Ihr wisst Bescheid hier. Ich bin schon eigentlich zwar im freien Zielen, und so müsst ihr das machen. Wie genau das halt bei euch ganz genau funktioniert, weiß ich jetzt leider nicht, okay? So, also, ihr braucht auch, ihr steckt ganz normal in eure Avenger ein, okay? Und ihr braucht auch zuerst eine Aktivität, eine GTA Online-Aktivität. Wir gehen hier nach unten, Aktivitäten. Und euer Kumpel sucht sich halt das Gleiche aus, ja? Um GTA Online starten zu können. Sowas geht, Kopfgeld, Fahrzeug gekauft, sowas funktioniert alles.
So, rechts unten müsst ihr halt hier GTA Online starten haben, ja. Ihr müsst hier halt ein bisschen schnell sein. Wenn ihr zweimal die PS-Taste drückt, seid ihr wieder im Game. Und wenn ihr nochmal zweimal PS-Taste drückt, seid ihr wieder auf demselben Feld, ja. Drücke ich nochmal zweimal PS-Taste, bin wieder im Spiel, okay. Also, jetzt rechts oben der Part vom Kumpel, okay. Er ist in eure Basis, ganz normal, ladet ihn ein. Dann steigt er in die Avenger ein zu euch und er braucht halt auch eine Aktivität. Die suche ich mir halt jetzt hier schnell aus. Rechts oben kurz Black Screen. So, Kumpelpart geht auf Aktivitäten. So. Hier habe ich was. Okay, ich habe eine Aktivität. Dann drücke ich ganz normal GTA Online starten. Sprich, das ist der Part vom Kumpel. Ja, ihr seht es rechts oben. Er bleibt dann einfach hier in dieser Meldung. Ja, so, ihr macht dann folgendes, ihr modifiziert die Avenger, ja, so, geht dann hier zurück, sprich Kreis, geht dann wieder hier runter auf die, auf das Feld Basis verlassen, ja, und ihr müsst hier echt schnell sein, das heißt Basis verlassen, okay, drücken zweimal PS-Taste, schauen, wir sind immer noch auf dem gleichen Feld, so, und ihr müsst einfach wirklich Basis verlassen, zweimal PS-Taste X und dann bleibt ihr in der Meldung. Das ist euer Part, okay? Und Kumpel bleibt genauso in der Meldung. Also ich mache das jetzt mal. X, zweimal PS-Taste X und bleib hier in der Meldung. So. Wir warten ein bisschen hier, so 10 Sekunden. So, und Kumpel kann dann ganz normal abbrechen, ja? Er drückt Kreis und euer Kumpel ist dann so verbuggt. Oder besser gesagt, er ist einfach nur hier in eurer Basis. Ja, ihr seid in der schwarzen Meldung. Jetzt empfehle ich euch, könnt dann entweder Internet kappen oder eine App starten. Spotify App, YouTube App, Headset App. Okay, ich mache das jetzt am besten, glaube ich, mit der Spotify App. Okay. Jawohl. So, geh wieder auf GTA ganz normal. Nimm die Meldung an und rechts oben im Bild seht ihr ja immer noch, dass der Kumpel, sprich sein Part in der Avenger, immer noch sitzt, okay? So, also, dann muss, ich mache das so, Part vom Kumpel muss euch halt einladen. Geh einfach auf Freunde und Spielanladung senden. Ja, ihr könnt es auch über die Chat-Party einfach zum Spiel beitreten, also sprich eine Einladung schicken, sprich euer Kumpel schickt euch eine Einladung. So. Jetzt bin ich hier in einer neuen Sitzung. Mal schauen, ob ich hier die Einladung überhaupt bekomme oder ob ich sie schon bekommen habe. Kann es nochmal machen. Aktionstaste. Ich stehe zwar eingeladen dran, aber ja, senden nochmal. Falls es nicht klappen sollte, ja, so wie auch jetzt bei mir, dann muss halt Kumpel das so machen. Ich kann es euch ja mal zeigen. Ich zeige es zuerst im linken Monitor, ja, das macht halt Kumpel. Er drückt PS-Taste, geht dann auf die Party und zum hier zusammenspielen, ja. Das allererste klickt er an und schickt euch halt sozusagen eine Einladung, okay, so. Das macht jetzt Kumpel, sprich ich mache das jetzt rechts oben, PS-Taste, Party, dann zusammenspielen, dann schicke ich raus, Grand Theft Auto, jawohl, und jetzt habe ich links oben, wie ihr seht, die Einladung bekommen, dann drücke ich die PS-Taste, das nehme ich natürlich an. So, und jetzt kann ich ihm nachjoinen. Aber theoretisch könntet ihr ihm eigentlich auch so ganz normal über die Party vielleicht versuchen zu joinen. Sollte eigentlich auch funktionieren. Ich denke, da werdet ihr schon irgendeinen Weg finden. So, jetzt bin ich wieder hier in der gleichen Sitzung drin.
Ah, stimmt. Das heißt, weil ich wahrscheinlich in der Einladungssitzung war, vielleicht könnt ihr auch das Ganze mal in der geschlossenen Freundesitzung probieren. Vielleicht funktioniert es dann auch, dass ihr ihm halt einfach nur normal zurückjoinen könnt. Okay, also, das heißt, Kumpel ist jetzt hier in der Avenger und er ist hier einfach nur auf dem Beifahrersitz, aber kann nicht aussteigen. Also, ich Part vom Kumpel, ich drücke 3, kann ich aussteigen. Wir entfrieren ihn jetzt einfach nur, gehen auf Online-Jobs, Jobs spielen, von Rockstar stellt Missionen, einfach irgendeine Mission, ja. So. Dann tue ich hier Einstellungen bestätigen, Spielersuche geschlossen und gehe einfach nur zurück, ja. Euer Kumpel muss euch jetzt einfach nur nachjoinen, am besten über die Party natürlich. Das mache ich jetzt auch, Party. Nicki Minaj Flow. So. Also, ihr müsst zuerst natürlich, um euren Kumpel zu entfrieren, aus dem Job einfach nur herausgehen. Ja, geht ganz normal raus. Und sobald ihr draußen seid, nimmt euer Kumpel die Meldung an. Und dann kommt eine zweite, die nimmt er auch an. Und dann sollte er schon in eurer Basis einfach nur verglitscht sein. So, jetzt kann ich hier aufsteigen. Und euer Kumpel bleibt die ganze Zeit in der Basis und ihr könnt somit jetzt hier ein Auto nach dem anderen duplizieren. Okay. Part vom Kumpel, ich laufe hier schon mal hoch zu einem Retro und der Part ist wirklich einfach, ja. Hier gibt es keine besonderen besonderes Timing, passt auf. Ihr müsst aber vorher natürlich jetzt das Auto draußen vom Mechaniker anfordern oder den Faggio. Ich gehe mal kurz raus. So. Ruf mal schnell den Mechaniker an. Und ruf natürlich hier diesen kostenlosen RH8 ab. So, da ist der Wagen. Schauen wir mal kurz sein Kennzeichen an. Was hat der? 377 am Ende, ja. Mr. 377. Also, jetzt können wir dann zurücklaufen in die Base und dann kommt auch schon hier der Part mit dem Kumpel. Wie gesagt, wenn halt einmal verglitscht ist, easy peasy, können wir ein Auto nach dem anderen duplizieren, ohne Stress. So, ihr seht jetzt, dass es ziemlich verglitscht ist, ja. Mein anderer Account stand komischerweise jetzt neben mir, aber dabei ist er oben bei dem Retro. Passt auf, jetzt laufe ich hier auch noch hoch. Steige in den Retro ein und macht am besten vorher über das Interaktionsmenü Fahrzeuge einfach den Fahrzeugzugang auf niemand. Fertig, ja, ist nichts Schwieriges daran. Was hat der Retro hier für ein Kennzeichen? Auch ein sauberes, die 925, okay. Und jetzt kommt eigentlich hier der leichte Part, ja. Kumpel drückt die Einsteigtaste, sprich Dreieckstaste, aus mindestens einer Entfernung von 1 bis 2 Meter vom Retro. Das war's, ja. Ihr seht den Abstand, okay. Und er drückt und hält Dreieck, sobald er versucht einzusteigen, steigt die einfach aus. Das war's. Fertig. Ich schaffe das jedes Mal. Der Glitch ist so ultra easy. So, Kumpel muss halt jetzt natürlich die Türen versperren. Also das funktioniert hier am allerbesten. So. Okay, ein Auto ist jetzt somit schon fast... Jetzt ist der Controller runtergeflogen, aber egal. Ein Part ist jetzt, wie gesagt, mit dem Kumpel, also besser gesagt, ein Auto ist jetzt gleich fertig. Passt auf, wir prüfen das Ganze jetzt hier, ob ich hier in den rein teleportieren kann. Dreieck, komm schon. Jawohl, funktioniert wunderbar. Und jetzt laufen wir hier ganz normal auf den gelben Kreis zu, weil wenn wir ab hier ja ganz normal Dreieck drücken, landen wir in dem Retro, ihr seht es, ja, easy peasy. So, stellt euch einfach hier zum gelben Kreis hin, ja, merkt euch hier sogar nochmal das Kennzeichen, wird sich ändern auf die 377, die 925 vom Retro. Also ihr müsst hier wirklich gleichzeitig, ja, die Tasten drücken, sprich annehmen X und Dreieck zum Einsteigen in den Retro oder sprich Basis verlassen, also X und Dreieck, ganz normal, einsteigen und Basis verlassen.
zack, gleichzeitig ganz kurz sieht man auch noch den Spieler im Retro und ihr müsst auf jeden Fall mit dem Retro dann draußen spawnen. Passt auf, ich habe hier Mr. 377. Jo, das war's. Jetzt fordere ich einfach nur noch meine mobile Kommandozentrale an und speichere diesen Wagen hier, ja. Fahrt ihn einmal rein, dann könnt ihr ihn sehr gerne nochmal rausfahren und zur Sicherheit nochmal reinfahren, ja. Ihr müsst immer rechts unten die goldene Ladeschnecke abwarten und von mir aus auch nochmal Klamotten wechseln oder so, ja. Einfach nur zusätzlich speichern und das war's eigentlich schon. So, Part vom Kumpel ist eigentlich auch erledigt. Er wartet halt, bis ihr hier das Auto abgespeichert habt und dann könnt ihr ganz normal wieder in die Basis rein. So, fahre ich jetzt hier noch schnell in den MOC rein. Wie gesagt, Kumpelpart ist jetzt eigentlich schon erledigt. Kann man ausmachen, speichern. Jawohl. So, jetzt warte ich halt, bis die goldene Ladeschnecke unten rechts unten ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier nochmal zusätzlich Klamotten ändern, ja. Falls ihr euch nicht sicher seid, nochmal vielleicht rausfahren, reinfahren und dann ist dieses Auto hier safe, ja. So. Dann natürlich hier an dieser Stelle wieder einen neuen RH8 anfordern oder Faggio wieder in die Basis reinlaufen und wieder mit Kumpel in den Retro einsteigen, okay? Ich zeige euch hier das noch als Beweis, dass das hier Ganze funktioniert hat natürlich. Ich gehe ins Internet, Legendary, ich prüfe das, ob überall jetzt bei mir Retros drin sind. Dreier Alter Street, alles nur Retros, ja, so wie es vorher war. Mobile Kommandozentrale sowieso und hier Basis. Full mit Retros, ja. Ja, ich denke mal, das war's jetzt hier mit diesem Video. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen, ja. Könnt mir sehr gerne natürlich auch ein Like da lassen über ein Abo. Falls du hier neu bist auf meinem Kanal, würde ich mich riesig freuen, ja. Und ansonsten hören wir uns vielleicht doch noch mit dem nächsten Video. Ansonsten werdet ihr halt, wie gesagt, wie ich das schon erwähnt habe, Videos in nächster Zeit vielleicht, bis ich halt wieder zurück bin, natürlich von jemand anderen sehen, okay, falls es was Interessantes gibt. Also ich bin dann raus, euer G-Twist, bis zum nächsten Mal. Peace!